Willkommen, meine lieben Freunde, zum 21. Spieltag der GPA Season 3. Heute geht es ran gegen Bene bzw. Full Life Games auf YouTube, der das Team Unlimited Bladeworks leitet. Das ist das allererste Mal, dass ich gegen Bene in der GPA kämpfe, dadurch, dass er ja für Lucario LP eingestiegen ist. Und deswegen konnte Bene auch einige Teamänderungen vornehmen. Und dementsprechend ist das Team sehr, sehr stark und Bene ist auch ein sehr starker Gegner, der sich gut auf seine Gegner vorbereitet. Dementsprechend wird das ein schwerer Kampf und ich habe mich auf einen sehr spannenden eingestellt und mal gucken, wie ich mich gegen Bene schlagen kann. Aber vorher schauen wir uns erstmal sein Team an, bestehend aus Zapdos, Megalatias, Pipi, Suicune, Heatran und Cesurio. Und er nimmt so ziemlich das mit, womit ich gerechnet habe. Ich habe nicht ganz mit Pipi gerechnet, aber das ist natürlich eine super Wahl für Absol, für ein Draco-Switch-In, für mein Latios eben und natürlich auch für Nachtara. Aber ich habe meinen Nidoking, weswegen ich damit eigentlich ganz gut klarkommen sollte. Und natürlich habe ich eigentlich mit Kravums gerechnet und Kravums ist nicht mitgekommen, was mich super gefreut hat in der Team-Preview, weil Kravums ist ein Pokémon, finde mal da rein ein Switch-In. Wenn er es Respekt spielt, muss ich eigentlich schon fast immer irgendwas opfern, beziehungsweise irgendwas muss immer sehr viel Schaden fressen, weswegen ich da ja doch relativ zufrieden bin, dass er es nicht mitnimmt. Und auch, dass er sein Rihornio oder sein Bojolin nicht mitnimmt, finde ich ganz gut. Oder vor allem sein Rihornio, denn ich hätte in diesem Team kein Rihornio-Switch-In, weil ich doch relativ offensiv dabei bin, weswegen wir uns auch mal mein Team anschauen. Und zwar bringe ich heute mit an den Start Nidoking, Boreos in der Tiergeist-Form, Nachtara, Latios, Illovoltek und Mega Absol. Doch sehr, sehr offensiv, bis auf mein Nachtara hier ausgerichtet und mal gucken, wie wir uns gegen Bene schlagen können. Und deswegen schauen wir uns auch mal jetzt in den Kampf gegen Bene an und ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen können, um den allerersten Platz zu behalten bzw. den Vorsprung auszubauen. Ich leade, wie gesagt, mit meinem Nidoking, beziehungsweise wie man es in der Team-Preview gesehen hat, und er leadet mit seinem Zapdos. Er kann da natürlich nicht drin bleiben, weil ich natürlich potenziell den Eisstrahl drauf haben könnte und dementsprechend möchte er natürlich rauswechseln. Ich hätte jetzt hier auch das predicten können, aber ich dachte mir, First Turn möchte ich nichts predicten, gehe hier safe auf den Eisstrahl und er wechselt hier in seinen Suicune, um das erstmal safe abzufangen und er bekommt auch wirklich gar keinen Schaden. Also Suicune natürlich, wie man es kennt, relativ bulky ausgestattet. Und deswegen gehe ich jetzt hier in meinen Nachtara, um erstmal den Siedewasser abzufangen. Denn das war ziemlich obvious, dass er jetzt hier einfach auf den Siedewasser gehen möchte, um einen Burn rauszuholen vielleicht sogar. Wenn er mich geburnt hätte auf den Nachtara, was er nicht tut, wäre das kein Problem gewesen, dadurch, dass ich die Synchro-Fähigkeit habe. Aber am Schaden habe ich doch ganz gut gesehen, dass das eher offensiv ausgelegt ist. Auf jeden Fall wechselt er jetzt hier nun in sein Heatran raus und ich habe entweder mit einem Heatran oder Pipi-Switch-In gerechnet, dadurch, dass er mein Toxin wahrscheinlich abfangen möchte. Weswegen ich jetzt hier auf Tor reinwechsle, also direkt ein Double mache, um dann entweder auf ein Erdbeben zu gehen oder auf einen Stromstoß gegen Pipi, weil Pipi wird getoolt KO'd von einem Choice Bandage Stromstoß. Und ich mache jetzt hier die Prediction sozusagen und gehe hier auf den Voltwechsel, weil ich eigentlich dachte, dass er rauswechselt, wahrscheinlich in seinen Megalatias. Und dann, um Momentum zu holen, wollte ich eben auf Voltwechsel gehen. Und falls er doch drin bleibt, kann er eben keinen Schaden rausholen, außer er ist eben irgendwie gescarft oder so. Aber damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Er kann aber jetzt die Tarnstelle rausholen, nachdem leider er eben drin geblieben ist. Sonst wäre ich auf ein Erdbeben gegangen. Aber es zeigt mir auch so ein bisschen, dass er wahrscheinlich die Schokobeere drauf hat. Aber auf jeden Fall kann ich nun auf die Kehrtwende gehen, mir wieder Momentum holen und er wechselt in seinen Zapdos. Glücklicherweise triggert nicht die Statikfähigkeit und ich kann in mein Tor gehen, was natürlich ein ziemlich solider Switch-In ist, denn er kann nicht wirklich was gegen Tor machen mit seinem Zapdos, außer hat irgendwie eine Kraftreserve und ich kann wiederum Ice Heap drücken. Und Ice Heap mit dem Wahlband macht sehr, sehr guten Schaden. Ihr seht es, das macht super viel Schaden. Scheint mir auch nicht ganz physisch defensiv zu sein und dementsprechend, ja, schon mal sehr wichtigen Schaden auf Zapdos bekommen. Er kann natürlich jetzt das Toxin rausholen und dadurch, dass er am Schaden gesehen hat, dass das gebandet sein muss, dachte ich mir gleichzeitig, dass er jetzt hier wieder rauswechseln muss, weswegen ich gleich hier wieder eine Prediction wage und direkt rauswechseln werde, denn es ist ziemlich obvious, dass er jetzt entweder in Heatran reinwechselt oder in seinen Suicune, weswegen ich jetzt in meinen Latios reinwechsel. Latios hat den Surfer drauf und natürlich auch den Dracometeor. Mit dem Dracometeor können wir seinen Suicune treffen und mit dem Surfer wiederum seinen Heatran, deswegen eben in Latios. Er könnte natürlich auch sein Cesurio reinwechseln, was gefährlich gewesen wäre, aber ich denke nicht, dass er es auf einen Ice Heap reinholt von einem Choice Bandit Voltek, wer das doch mal noch relativ soliden Schaden macht. Und er geht jetzt in seine Disco-Kugel, seinen Pipi, und ich kann jetzt erstmal einen Surfer rausholen und damit doch relativ soliden Schaden durch den Lebenorb rausholen. Ich möchte hier natürlich nicht drin bleiben, weil er mich entweder mit einer Donnerwelle paralysieren könnte oder jetzt hier mein Psychoshock-Predictant in sein Cesurio gehen könnte, weswegen ich jetzt hier auch in Nidoking reingehe.
Ich bin natürlich hier mit Nidoking auch immer super gut ausgestattet, wenn ich in Pipi reinwechseln möchte, weil er nicht wirklich was dagegen machen kann. Donnerwelle fange ich ab und auch die Mondgewalt. Aber er wechselt sowieso in sein Cesurio raus, doublet also raus und zeigt mir jetzt hier den Scarf, denn ich bin selber gescarft. Die Sache ist, ich habe einen großen Fehler beim Teambuilding gemacht. Ich habe nicht auf einen Scarf Cesurio gespeedcreept, sondern nur auf einen Fullspeed Bojolin. Dementsprechend kann er jetzt hier meinen Scarf selber abschlagen. Ich kann ihn zwar im folgenden Zug mit der Erdkräfte aus dem Spiel nehmen, bin hier auch auf die Erdkräfte gegangen, weil ich mir dachte, dass es viel zu obvious ist, dass ich jetzt hier irgendwie predikte. Ich habe schon in den letzten Zügen sehr, sehr viel predicted, deswegen wollte ich jetzt hier relativ, ja, nicht offensichtlich spielen, aber relativ safe spielen in dem Moment, was ich auch glücklicherweise getan habe, denn er ist drin geblieben und damit haben wir immerhin sein Cesurio rausgenommen, auch wenn wir leider sehr viel Schaden auf unserem Nidoking gefressen haben. Er kann natürlich jetzt in seinen Mega Latias gehen, dadurch, dass wir auch nicht mehr gescarft sind und dementsprechend würde er uns aus dem Spiel nehmen. Ich wechsle aber daraufhin meinen nach Tara rein, was natürlich jeden Hit gut abfangen wird und dementsprechend können wir jetzt hier erstmal ihn einen schönen minus 2 Drop reindrücken, dadurch, dass er auf den Draco Meteor gegangen ist und eigentlich ihn komplett zu Tode wallen, weil er nicht wirklich viel machen kann. Ich hätte jetzt hier auch auf Mondschein, ich hätte jetzt hier auch wieder doublen können, weil der Switchout war wieder sehr obvious, aber ich dachte mir, dass ich jetzt lieber auf Mondschein gehe, um mich wieder hochzuheilen, um noch im Verlaufe des Matches einen soliden Switch-In für seinen Mega Latias zu haben. Er wechselt wiederum raus und sein Heatran und das hat mich etwas gewundert, weil Heatran ist ein Pokémon, was eigentlich nicht viel gegen Nachtara macht, deswegen dachte ich mir, okay, bleibst du drin, schaust mal, was er macht, kannst du jetzt eigentlich schön auf eine Trugträne gehen, um seine Spezialverteidigung etwas zu senken und dann auf Finstower zu gehen, aber er geht auf den Lavasturm. Erstmal eine schöne Animation nebenbei, aber Lavasturm trappt mich jetzt leider, dementsprechend kann ich nicht rauswechseln und er macht immer relativ soliden Schaden, weil er eher offensiv ausgelegt sein muss, man sieht es zumindest an dem Schaden hier, dementsprechend kann er mich jetzt auch noch gleichzeitig toxinieren, dadurch, dass er vom Stahltypus ist, bringt die Synchrofähigkeit hier auch nichts und dementsprechend ist er in einer sehr, sehr guten Lage und kann meinen Nachtara langsam aber sicher aus dem Spiel nehmen. Ich bin jetzt hier auf Mondschein gegangen, ich habe nämlich gehofft, dass er weiter auf Lavasturm geht und dann irgendwann misst, weil Lavasturm hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von 75%, er hat aber hier den besseren Play gemacht und ist auf Toxin gegangen, dementsprechend, ja, gewinne ich zwar schon ein bisschen was davon, aber trotzdem ist es alles ein bisschen blöd, weil, ja, was soll ich jetzt hier Großes machen, ich kann jetzt zwar auf Finsteraura gehen, aber die wird selbst bei minus 2 nicht so viel Schaden machen, weil Heatran eine relativ solide spezielldefensive Wall ist und er kann mich langsam aber sicher mit dem Lavasturm aus dem Spiel nehmen. Und leider habe ich hier auch den Fehler gemacht, dass ich ein minus Spezialangriffswesen gespielt habe. Das habe ich auch im Teambuilding-Video gesagt, weil ich ja, wie gesagt, diesen kleinen Fehler gemacht habe beim Teambuilding und dementsprechend, ja, machen wir hier leider noch weniger Schaden, als wir eigentlich könnten. Und er kann jetzt nochmal einen Lavasturm rausholen. Der wird vielleicht ausreichen, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, er reicht glücklicherweise nicht aus. Wir können mit 3 KP überleben. Dadurch, dass wir aber, wie gesagt, dieses Minus-Spezialangriffswesen haben, können wir ihn leider nicht Two-Hit-KO'en. Mit einem Minus-Angriffswesen wiederum hätten wir ihn hier Two-Hit-KO'en können, was etwas blöd gelaufen ist, aber es passt auf jeden Fall. Nachtara stirbt jetzt, dafür können wir aber irgendwas anderes jetzt reinwechseln und schön Revenge killen. Ich wechsle jetzt in meinen Dark of Death ein, in meinen Absol, denn dann kann ich schon mal meine Mega-Entwicklung rausholen, dann schon mal den Speed für später haben, um seinen Mega-Latias safe zu speeden und dementsprechend kann ich jetzt hier auch auf Abschlag drücken, denn er kann auf jeden Fall kein Initiativ-Investment spielen von dem Investment her, was wir gesehen haben. Er wird wahrscheinlich mäßig Full-Spezialangriff und den Rest in KP haben, also Full-KP und dementsprechend gehe ich jetzt hier auch auf den Abschlag, denn ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass ich schneller sein werde und dass er nicht irgendwie Full Speed spielen kann. Wir sehen hier auch nebenbei die Schuko-Beere, interessante Information und er geht jetzt in seinen Suicune rein, was natürlich jeden Hit einmal, auch zweimal gut abfangen kann, je nachdem, was für ein Investment er spielt. Weswegen ich jetzt hier auf Illuvoltaic gehe, weil ich mir dachte, egal was er drückt, ich kann es tanken. Deswegen gehe ich jetzt in Illuvoltaic, kann den Hit ganz gut abfangen, aber er crittet mich leider, was etwas blöd ist. Passiert, ist halt Pokémon, ich kann immerhin noch den Toxin, das Toxin überleben, also den Toxin schaden und dementsprechend kann ich noch einen Hit rausholen. Die Sache ist, durch den Crit nehme ich mich jetzt in der nächsten Runde sowieso aus dem Spiel, weswegen ich jetzt hier einfach safe, oder was ist safe, sondern straight auf den Stromstoß gehe. Wäre ich nicht gecrittet worden, hätte ich wahrscheinlich nochmal drüber nachgedacht, ob ich vielleicht Ice Heap drücken sollte, um sein Mega Latias zu predikten. Ja, leider
wurde ich gecrittet, passiert aber, und er konnte sein Mega-Latios reinwechseln. Ich muss jetzt hier leider den Speed-Heil mit meinem Latios rein eingehen, dadurch, dass ich mit Mega-Absol ihn nicht safe besiegen kann, denn ein Tiefschlag ist eine Roll, wenn er irgendwie KP-Investment spielen sollte oder ein Death-Investment oder sonst irgendwas. Wir sehen hier aber, er muss Full Speed sein, weil er hier den Speed-Heil gewinnt und dementsprechend mein Latios leider aus dem Spiel nimmt. Immerhin kann er aber dadurch nicht mehr meinen Mega-Absol safe aus dem Spiel nehmen, weswegen ich jetzt hier, dadurch, dass er bei minus 2 ist, auf den Schwertanz gehen kann und dann im folgenden Zug einen Abschlag rausholen kann und ihn natürlich safe besiegen kann. Und mit plus 2 kann ich eigentlich ihn hier an dieser Stelle möglicherweise sweepen, je nachdem, wie sein PP ausgelegt ist und ob ich die Roll gewinne. Denn wenn ich eine gute Roll bekomme, kann ich sein PP aus dem Spiel nehmen. Ich kann das hier mit 7 KP überleben, auf den Abschlag gehen, natürlich sein Mega-Latios aus dem Spiel nehmen und dementsprechend habe ich jetzt hier ein plus 2 Mega-Absol und das kann ganz gute Arbeit leisten. Er wechselt jetzt hier erstmal in seinen Disco-Kugel rein, in seinen Pipi und macht jetzt hier erstmal ein Double raus in seinen Zapdos, um erstmal zu scouten, ob ich den Eisenschweif drauf habe, weil Zapdos macht nicht mehr wirklich viel in dem Match und kann jetzt hier nochmal schauen, ob ich das, wie gesagt, drauf habe, damit er sonst in Suicune reingeht. Denn ich kann den Play auf jeden Fall nachvollziehen, weil wenn er in Suicune reingehen muss, wäre das blöd für ihn, weil Suicune darf eigentlich keinen Schaden fressen. Aber er muss eben dafür scouten, weil er Pipi, wenn ich keinen Eisenschweif drauf habe, reinwechseln kann und mich dann besiegen kann, nachdem er den Abschlag doch noch tanken kann, weil er nicht die Roll gewinnt, weil er war doch relativ viel mit physischer Defensive ausgestattet, dementsprechend weiß jetzt nicht, glaube ich zumindest, keine Roll. Dementsprechend kann er mich jetzt hier aus dem Spiel nehmen, ich kann aber dafür in meinen Nidoking reinwechseln und Donnerblitz drücken, falls er aus irgendeinem Grund in den Suicune reinwechseln möchte, aber er bleibt natürlich drin, deswegen, ja, Donnerblitz kommt und besiegt natürlich sein Pipi. Das reicht natürlich ohne Probleme aus und dementsprechend hat er jetzt nur noch seinen Suicune und ich kann natürlich jetzt mit Donnerblitz nochmal sehr schön Schaden rausholen, was ich mir zumindest gedacht habe. Die Sache ist nur, er spielt hier Full Speed drauf. Dementsprechend kann er mit dem Eisstrahl mich aus dem Spiel nehmen. Denn er spielt hier ein sehr, sehr besonderes Set. Eben mit Full Speed, nicht den Scarf, den haben wir ja schon auf Cesorio gesehen, sondern einem anderen Item. Und ich habe auf Boreas T noch meine Offensivweste. Dementsprechend kann ich die Eisschrille tanken und den Strauchler. Und Strauchler sollte soliden Schaden machen. Er hat aber leider die Offensivweste drauf, ist total speziell offensiv, Full Speed. Und dementsprechend kann er jetzt nochmal einen Eisstrahl rausholen, den ich auf jeden Fall tanken werde. Er freeze mich leider. Freezes, lustig. Aber glücklicherweise tauche ich auf und kann nochmal einen Strauchler rausholen. Und der nächste könnte möglicherweise ausreichen, je nach Roll. Er geht jetzt hier nochmal auf den Eisstrahl, freeze mich ja vielleicht nochmal. Glücklicherweise nicht. Und ich kann jetzt einen Strauchler rausholen und dementsprechend vielleicht ihn aus dem Spiel nehmen. Leider nicht. Er überlebt ganz, ganz knapp mit super wenigen KP. Aber das ist eben so, das ist Pokémon und er kann mich jetzt aus dem Spiel nehmen und dementsprechend verlieren wir hier an dieser Stelle 1-0. Mein Fehler war tatsächlich hier, dass ich erstmal ein Minus-Spezialangriffswesen auf Boreas T gespielt habe. Natürlich nicht ganz ein Fehler, weil ich eigentlich alle anderen Werte brauchte. Ich brauchte die Initiative, um sein potenzielles Bojolin zu outspeeden. Ich brauchte den Angriff auf jeden Fall und die beiden Verteidigungswerte. Dementsprechend ist es ein bisschen blöd einfach nur gewesen, dass ich Minus-Spezialangriff gespielt habe, weil ich den Strauchler drauf hatte und ja, dann hätte ich ihn jetzt hier KO'en können, aber es war, denke ich mal, auch vom Teambuilding hier richtig, dass ich Minus-Spezialangriff gespielt habe. Nur leider habe ich auf jeden Fall den Fehler gemacht, dass ich mein Nidoking nicht richtig gespeedcreept habe und mein Nachtara mit dem Minus-Spezialangriffswesen ausgestattet habe. Deswegen hat mir das ganze Spiel etwas schwieriger an den Stellen gemacht, weil es etwas blöd gelaufen ist. Deswegen GG nebenbei auf jeden Fall an Bene. Super gut gespielt, super gut vorbereitet, aber wir haben uns leider auch so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, so nach dem Motto, dadurch, dass ich eben diese kleinen Fehler beim Teambuilding gemacht habe. Weswegen wir leider unter anderem auch den Kampf gegen Bene verloren haben. Aber nichtsdestotrotz ein super spannender Kampf. Schaut auf jeden Fall beim lieben Bene vorbei, der das Ganze live kommentiert hat. Und mal gucken, wie wir uns nächste Woche gegen Mindtube schlagen können. Denn wir sind safe noch auf dem ersten Platz. Vielleicht verliert ja Regi auch glücklicherweise, hoffentlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ihr werdet es dann ja sehen. Und dann wäre das sehr, sehr schön, denn dann könnte ich auf jeden Fall mit 3 weiteren Punkten Vorsprung immer noch auf dem ersten Platz sein. Sonst eben noch mit einer besseren Differenz. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr tun könnt. Ich freue mich immer über Support in Form von Kommentaren und Bewertungen. Bis zum nächsten Mal und ciao.